Oh, hey, was geht ab, Leute? Heute auf Nostalgie angelehnt. Das eBay-Format. Wir schauen rein. Früher jeden Monat gemacht. Wartet mal. Ich will einen Shoutout geben. Die Kinder da draußen am Rumspielen, sehr laut. Ich könnte jetzt kein ASMR-Video drehen. Ich habe das vollkommen gar nicht auf dem Schirm gehabt. Der Zuschauer so, Johann, bring mal eine eBay-Folge raus, legendäre eBay-Folge auf Nostalgie angelehnt. Kuss geht raus an XLFLP. Danke für die Idee. Jetzt echt vollkommen verplant. Ja, ist eine Weile her, dass wir das gemacht haben, früher jeden Monat. Früher sah es auch ein bisschen anders aus, da habe ich das alles auf meinem MacBook. Der hat OBS auch gar nicht gepackt. Ich hatte nur die In-MacBook-Webcam. Ich weiß nicht, ob die Webcam jetzt so viel besser ist. Ich habe noch eine richtige Kamera. Aber die ist nicht dafür da, um mein Face aufzunehmen. Und Mikrohammer, also ich habe sogar jetzt mehrere Mikros. Wobei ich jetzt mittlerweile auch wieder ein paar Mikros verkaufen will. Weil der Auswanderplan läuft immer noch und ja. Wahrscheinlich baue ich, jetzt baue ich nicht mal mehr als eins, aber wahrscheinlich baue ich dann gar keins mehr. Naja, lang rumgeredet. Kuss geht übrigens auch raus an Onkel Olli. Nicht nur Zuschauer, auch Kollege würde ich sagen, wir haben früher Yu-Gi-Oh! Gespielt uns, aber da verpasst. Dann auf Pokémon Go. Sucht dies. Von ihm habe ich meinen Shiny 100er Lucky Kyogre. Der hat jetzt leider aufgehört. Ist wieder zurück zu Yu-Gi-Oh! Gegangen. Was ist da los? Und hat seinen Account verkauft. Passend zum Thema. Ich bin echt gespannt, was da so alles auftaucht, Mann. Pokémon Go Spezialkollektion. Oida. Die geben sich ja jetzt mittlerweile richtig Mühe. Stimmt, es gibt jetzt auch Level 50 Accounts. Früher gab es nur Level 40 Accounts, die man kaufen konnte, jetzt Level 50. Digga, Team Intuition. Spezialkollektion. Ach so, ja, Pokémon Go / Pokémon Trading Card Game. Ach so, ja. Ich hatte vor, von dem Set, dieses Pokémon Go / Pokémon / Pokémon Go Trading Card Set alles zu besitzen, also jede Karte und dann irgendwie in diese Sleeves und dann irgendwie an die Wand oder so. Aber ja, hat sich jetzt bisher nicht so ergeben. 10 Millionen Sternstaub? Ja, okay, aber was macht man damit? Kann man ja nicht transferieren. Was bringt mir einer mit 10 Millionen Sternstaub? Aber auch interessant, gab es das früher? Ich glaube nicht. Sternstaub Boost Pokémon. Um den Boost durchzuführen, benötige ich deine Accountdaten. Ah! Okay, ich denke mir schon so, hä? Was will ich mit 10 Millionen Sternstaub, wenn es nicht auf meinem Account ist? Um den Boost durchzuführen, benötige ich deine Accountdaten. Circa 48 Stunden. In dieser Zeit darfst du dich nicht einloggen. Offensichtlich. Weil er rumspooft und so. Es werden keine Items von dir verwendet. Da der Google Login immer eine Bestätigung fordert, verknüpft euren Account bitte mit Facebook. Digga, die sind ja anders. Haben wir alles durchgeplant. Falls ihr einen Pokémon Trainer Club Account habt, ist sowieso alles einfach. Nach Buchung werde ich dich kontaktieren, um einen Termin für den Boost auszumachen. Da ich meinen Service terminieren muss, kann es sein, dass du einige Tage warten musst, bevor ich mit deiner Bearbeitung starten kann. Natürlich kannst du auch mehr Sternstab buchen. Das können wir gerne vorab klären. Schreib ich aber. Digga, richtiger Serious Businessman. Richtig, Pokémon Go ist serious business. Es kann natürlich auch sein, dass dabei für euch ein paar Shiny oder 100 IV-Pokémon springen. Netter Bonus. Bei Interesse gebe ich euch gerne den Link zu meinem Discord. Digga, der hat alles am Start. Das ist ein richtiger Businessman. Komm in meine Gruppe. Dort sind einige Kundenbewertungen veröffentlicht. Bei Fragen könnt ihr mich gerne anschreiben. In der Regel antworte ich innerhalb 12 Stunden. Also bitte etwas Geduld. Rechtliche Informationen. Lars aus Dorsten. Kuss geht raus an den Lars. Pokémon Go ist serious business. 10 Millionen Sternstaub in 2 Tagen? Also so wie ich es mir vorstelle, er lockt sich ein, spooft irgendwo hin, lässt einen Bot laufen, der automatisch fängt und ja, fängt einfach 2 Tage durch, irgendwo wo es halt richtig krass abgeht. Diese Spoofer-Spots, wo irgendwie 20 Stops auf immer gezündet sind und auf einem Haufen sind. Was ich mir auch überlegt habe, wenn ich auswandere und einen auf digitalen Nomade mache, Ich
flieg mal zu einem dieser Spoofer-Spots vor Ort hin. Real life. Keine Ahnung, wie er so in so kurzer Zeit so viel Sternshop machen kann. Aber Kuss geht raus an den Lars. 700 Euro für einen Level-50-Account. Alles klar. Hunderter. 2671 Shinies. 335 Legendäre, 6000 Pokémon-Plätze. Digga, der Kerl hat mehr Pokémon-Plätze als ich. Items 3150, okay, da habe ich mehr. 308 Pässe vorhanden. 28 Millionen Sternstoff, wobei das glaube ich nicht mehr so viel. Digga, der war ja überall am Start. Ob der Account legit ist und er aufhört? Wenn ja, dann wäre es doch echt schade. Aber sieht eigentlich schon so aus, weil die ganzen Spoof haben Anzifolgen 100er Shiny Sachen und so. Ich glaube nicht, dass der Play 700 bekommt, aber wir wünschen ihm Glück. Shiny Mewtwo, ein 10er. 8000 Coins für 20 Euro. Ich weiß gerade nicht, wie teuer Coins sind. Aber wie kriegen die Coins billiger, dass sie Coins verkaufen können? You have to be a coin, wahrscheinlich come with me, oder? Ja, doch, Discord am Start. Digga, was, woraus man alles ein Business macht gerade? Shiny Rotomorph. Ich habe zwei. Also einer ist reserviert für Julian, Kuss geht raus. Also nicht der Ex-Pokémon-Spieler Julian, sondern Münchner Julian. Pokémon Go. Alle Shinies. Alle groß geschrieben. Alle. Das lohnt sich doch. Für 16 Euro hast du einfach alle Shinies. Tausch dir jeden Tag einfach eins rüber, damit du einfach alle Shinies hast. Ich habe keine Ahnung, ob das alle sind. Sieht nicht so aus, aber wenn da steht alle. Ich biete auf diesem Account jedes Shiny an, das es im Game gibt. Achso, warte. 16 Euro für ein Shiny oder was? Dir fehlt eines in deiner Sammlung? Dann schreib mir und wir finden schnell eine Lösung. Die Preise je Shiny liegen zwischen 1 Euro und 50. Ah, ich dachte mir schon, du kriegst den Account mit allen Shinies, die es gibt, Mann. Sobald du dich entschieden hast und der Preis gezahlt wurde, schicke ich dir meinen Freundescode. Der Tausch kann dann sofort oder nach einem vorherigen Upleveln stattfinden. Außerdem habe ich noch einiges mehr im Portfolio. Digga, der nennt es einfach Portfolio. Richtig serious business, Mann. Ihr seht das gar nicht, warte. So. XP Boost. 5er für 2,5 Millionen. 20 Millionen XP, 25 Euro. Sternstaub Boost. 2,5 Millionen für 20 Euro. Medaillen Boost? Digga, dein Ernst? Ass-Medaille, Type-Medaille, Jogger, Unique Stops, sonstige 10 bis 50 Euro. Oh mein Gott. Friend Network Service Interaktion mit Freunden für XP. Mein Gott. Digga. Preise nach Abschwachung je nach Wünschen. Shiny Handohan. Okay, crazy man. Hat der ein Ding? Impressum? Klexi auf Telegram. Okay, auch Kuss geht raus an diesen Geschäftsmann. Shiny Kecleon, der scheint irgendwie selten zu sein. Shiny Kürtel. Regionales. Gacha. Ich will immer noch meine verlosen. Warte jetzt mal. Also ich habe das hier noch zum Verlosen. Und zwei von denen hier. Und mein Ball. Wird nicht die Tage, aber in kurzer, nächster, geraumer Zeit kommen. Ist sogar noch original verpackt. Was ist Kimmingul, Mann? Ach so. Okay. Den gibt's Shiny? Achso, Lucky, ja, nee, das juckt mich jetzt nicht so.
Also mich juckt gar nichts. Viele Karten am Start. Wegen der Pokémon Go Edition Version. Regionale. Ich habe dieses Pokémon in meinem Leben noch nie gesehen. Regional. Ich wusste nicht mal, dass dieses Pokémon existiert. Wo gibt's den? Wo muss ich hinfliegen? Den habe ich. Von meiner Deutschland-Tour. Also von meiner, nicht Pogo-Deutschland-Tour, sondern meiner Döner-Tesla-Deutschland-Tour mit Bagage. Wir waren in Saarbrücken. Und das war anscheinend so nah an Frankreich, dass ich den echt sehr oft gefangen habe. 200 Freunde, okay. Raid Service. Das kennen wir schon, das gab es früher auch. Oh, Pokémon Go, Pokéstop, Arena, Gym, Homestop einrichten. Für 60 Euro macht er dir einen Stop. Macht er dir einen Stop im Sinne von, er versucht irgendwas da einzureichen? Oder im Sinne von dieses ganze Rumschieben und da kommt einfach dann ein Stop, der gar nicht da ist, mäßig. Digga, ich hab echt... Ich würde gerne mal ein Interview mit einem von diesen Leuten machen. Einfach nur, um hinter die Kulissen zu blicken. Digga, ich glaube, ich mache mal ein Video. Ich schreibe einen von denen an, hey, Digga, hast du Bock auf Video? Du kriegst halt Reichweite, Promotion. Kannst auch anonym bleiben, so wie bei Steuerung F oder so. Y-Kollektiv, wenn die irgendeinen interviewen und der anonym bleiben will, so im Schatten. Ja, da kommt, glaube ich, nichts mehr Interessantes. Aber ja, das hat mich schon sehr interessiert. Also interessant, interessant. Kuss geht raus an euch. Ich hoffe, das hat Nostalgie erweckt bei euch. Bei mir auf jeden Fall. Ich fand's witzig. Pokémon Go auf eBay. Wie habe ich das Format genannt? Ich weiß es nicht mehr. Ich schau mal nach. Aber auf jeden Fall war es von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram. Vergesst nicht, Pokémon Go ist serious business. Nehmt es so ernst wie diese Jungs hier.